Eine Giallo-Perle erstmalig in 4K vom Meister des Suspens. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias und ja, es wird heute richtig, richtig wild. Die Katze ist exklusiv zu Play On Pictures gefahren mit ihrem klitzekleinen Fahrrad. Hat sie sich hinten auf den Gepäckträger zwei unfassbare Editionen rausgesucht. Und zwar, wie ihr schon am Titel gelesen habt, geht es heute um die Weltpremiere der 4K-Version. Eine Weltpremiere von 4K. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin. Play On Pictures hat mir vor dem Release, dem offiziellen, der ist am 7., diese Edition zugeschickt, und zwar Dario Argentos Opera, oder wie in Deutschland hieß, Terror in der Oper. Ja, das ist nicht der einzige Titel, nein, wir machen das heute. Das wird ein wildes Video. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gemacht, weil das wird ein bisschen länger dauern, glaube ich, und wird alles ein bisschen anders. Ich habe das Video, wenn das Video hier online kommt, gestern gedreht und auch gestern erst das Paket bekommen. Also wird richtig wild, weil ihr wisst ja, ich möchte hier Qualität abliefern. Das heißt, ich habe direkt nach Feierabend komplett durchgehasselt, mir diesen den Film nochmal zur Gemüte geführt. Und wir werden am Ende auch nochmal einen Vergleich machen zwischen dem alten Mediabook von nicht Koch Films, nein, Koch Media aus dem Jahr 2015, die Blu-ray-Veröffentlichung. Da werden wir dann nochmal am Ende machen wir sowieso immer eine Bildbewertung und eine Tonanalyse, aber wir werden das jetzt mal gegeneinander so grob mal in ein paar Beispielen diese beiden Versionen gegeneinander halten. Auch in der Tischansicht, dass ihr da mal so ein kleines Beispiel seht, wie auch Play On Pictures sich weiterentwickelt hat. Nicht nur der Name hat sich geändert, sondern auch die Veröffentlichung, was von Koch Films, von Koch Media zu Koch Films zu Play On Pictures wurde. Das schauen wir uns alles jetzt in diesem Video hier an. Wir werden in der Tischansicht das alles angucken. Aber um jetzt hier quasi, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und das noch nicht mitbekommen habt, also auf dem Kanal gibt es nicht nur Reviews über diese Edition, die ihr in der Überschrift seht, nein, ihr bekommt auch noch eine Inhaltsangabe, die ja mehr oder weniger geht so ist normalerweise, aber ich gebe mir ja Mühe und ich versuche auch immer besser zu werden, aber dann gibt es auch noch eine Bild- und Tonbewertung anhand eines relativ, ja, gehobeneren Heimkino-Setups, möchte ich mal sagen. Also für die Heimkino-Enthusiasten, die Filme auch audiovisuell genießen möchten, gibt es da nochmal eine Information und noch eine bescheidene Bewertung von mir. Keine richtige Filmkritik, ich bin kein Filmkritiker, aber meine Meinung zu dem Film kommt auch noch dazu. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, was denn demnächst kommt, dann gibt es nämlich noch 4 Fliegen auf grauem Samt. Auch diese wunderbare Edition, ihr seht, die ist noch original verpackt. Das heißt, die wird noch von mir reviewed. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und es ist bereits schon... wie spät ist es? Meine Uhr geht schon nicht mehr automatisch an. Es ist bereits 23:45. Ja, 23 Uhr. So, und in der Zeit drehen wir jetzt hier. Lange Rede, kurzer Sinn, aber auch ordentlich mal ein längeres Video. Ja. Also, wie gesagt, Opera, ein Dario Argento Klassiker, Entschuldigung, das Mikrofon ist da. Worum geht es eigentlich in diesem Film? Ja, es soll eine Operninszenierung des klassischen Stück von Mac oder mit des klassischen Stücks Macbeth inszeniert werden. Und ja, die Hauptdarstellerin wird durch einen Unfall, fällt sie aus, und die Zweitbesetzung wird ins Rampenlicht gerückt und damit beginnt das Übel an diesem Set. Ein maskierter Mörder geht um und ja, alle möglichen Menschen drum um diese Hauptdarstellerin dieses Stücks, ja, sterben vor ihren Augen, ungefähr diesen Augen, einen bestialischen Tod.
Ja, das so grob umrissen ist die Story. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier diese Special Collectors Edition im Digipack mal etwas genauer an. Und dann, wie gesagt, am Ende gibt es dann nochmal die Bild- und Tonbewertung und ja, eine genaue Analyse dieser Box und des Films an sich. Ja, was natürlich als allererstes auffällt, wir haben hier bei dem Mediabook genau das gleiche Cover wie bei dieser Box. Die übrigens, nur so für die Insider, ne, die ihr schon kennt von Play on Pictures, da gibt es ja öfter mal solche Boxen, die reihen sich quasi so ineinander ein. American Psycho habe ich euch auch schon vorgestellt, blende ich euch hier oben ein. Aber da gab es ja noch viel mehr, unter anderem Cyborg mit Jean-Claude Van Damme, blende ich euch auch hier oben ein. Schaut da gerne mal vorbei nach dem Video, macht es euch im neuen Tab auf, es lohnt sich, versprochen. Ja, also, wir haben hier, wie gesagt, Mediabook und Box nebeneinander, ungefähr das gleiche und lustigerweise sind die Farben auch ziemlich identisch. Also, da wurde nicht großartig dran rumgespielt, aber ganz ehrlich, Never Change a Running System, das sah ja vorher schon gut aus, also warum sollte man das jetzt nachträglich auch noch irgendwie ändern? Ja, wir nehmen das Mediabook immer mal wieder als Referenz, wenn es um bestimmte Punkte geht, also von daher, ich lasse es mal hier so am Rand liegen, aber wichtig ist ja erstmal jetzt, ihr seid ja interessiert an dieser neuen Box. Ja, also, ich glaube, da brauche ich nicht groß für was zu sagen. Die Seiten sind alle relativ unspektakulär, je nachdem, wie rum ihr euch das in den Schrank stellen wollt, könnt ihr den Schriftzug dann halt hinmachen, habt natürlich dieses klassische Auge hier drauf. Aber wir gehen vielleicht nochmal auf das Design an sich ein, ja. Also wer es noch nicht kannte oder kennt, diese Augen spielen ja hier in dem Film wirklich eine größere Rolle und ich muss sagen, das ist halt wirklich eine Szene, die auch heute noch immer noch killt. Also das ist echt schon, ist schon brutal im wahrsten Sinne des Wortes. Der Text Dario Argento Opera ist relativ spartanisch gehalten, da ist kein Schnörkel dran, nix. Aber passt zu diesem Klassiker, muss man einfach so sagen. Klar, verschnörkelte Schrift und so, aber ganz ehrlich, ich finde, zu dem Film passt es halt wirklich. Dann haben wir hier unten nochmal so ein Bild aus dem Opernhaus. Meiner Recherche nach eines der größten Opernhäuser Italiens, wenn ich mich nicht irre. Unten drunter Play on Pictures, UHD, die ganzen Logos und GEMA etc., was da noch so alles dazugehört. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal auf die Rückseite. Die ist nämlich auch spannend. Weil wir haben ja hier einiges an Extras drauf. Also gleich hier oben erstmal so die allgemeine Infotext zu dem Werk, wie man das halt so kennt. Das Bild hier so ein bisschen in einem relativ ja, grob gedruckten, wie eine Art Schwarz-Weiß-Effekt. Ihr seht hier so ein bisschen das im Gesicht, das ist relativ grob pixelig gedruckt. Ansonsten ist der Text gut leserlich. Auch das ist so ein Fortschritt, möchte ich mal sagen, zu dem Mediabook. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir einen richtigen Block mit den Extras, der sich auch krass von der Rückseite abhebt. Wäre vielleicht designtechnisch ein bisschen cooler gewesen, wenn das hier alles so in eins übergehen würde, aber hier geht vielleicht so ein bisschen Funktion vor Design, möchte ich mal sagen, weil guckt euch dann vielleicht das dazu an. Roter Text auf schwarz, also im Kameradisplay kann ich es kaum lesen und auch ich hatte auch echt Probleme, das hier so mit bloßem Auge zu lesen, weil es halt sehr klein, rot auf schwarz, das kommt halt schwer rüber. An sich die Extras, normalerweise an dieser Stelle gehe ich ja wirklich auf jedes Extra einzeln ein und erzähle euch, was ihr hier alles geboten bekommt. Das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht geschafft, aber ich blende euch jetzt mal einmal das Bild der Bonus Blu-ray von der 4K-Version ein. Und dann blende ich euch jetzt das Bild der Bonus-Disc, das Menü des Mediabooks ein. Und dann werdet ihr sehen, dass da ordentlich mehr Extras auf der 4K oder beziehungsweise in dieser 4K-Box auf Blu-ray drauf ist. Hier übrigens auch nur eine DVD und hier haben wir dann die Extras teilweise auch in HD. Es gibt so zwei, ich möchte mal so drauf eingehen, zwei Extras, die
Ja, ihr seht ja die Liste an sich, die könnt ihr euch ja auch im Internet angucken. Das wäre jetzt ja Quatsch, das alles nochmal vorzulesen. Aber ich möchte, wie gesagt, auf zwei Extras eingehen. Halt einmal eins, dass ihr auch hier auf der, Mediabook findet. Und eines, das hier quasi neu auf dieser, in dieser 4K-Box hinzugekommen ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Blutroter Vorhang mit Dario Argento. Ein Interview auf Italienisch mit englischen Untertiteln, 22 Minuten lang. Und da spricht der Großmeister selber über den Film und wie viel er ihm bedeutet. Er würde sogar sagen, das ist sein Lieblingsfilm. Den würde er auf Stelle einsetzen und erklärt nochmal seine Liebe zur Oper und so weiter. Also da sehr viele Hintergrundinformationen, was sich der Mann bei diesem Film gedacht hat. Und ja, das ist auf beiden Scheiben drauf. Ansonsten zum Beispiel hier der Kommissar mit Urbano Barberini. Das ist der, der den Kommissar spielt in diesem Film. Der ja quasi auch nochmal so ein bisschen rekapituliert, was er so früher gemacht hat, wie er zu diesem Film gekommen ist, wie das in dem Film abgelaufen ist, was er eigentlich hätte eine andere Rolle spielen sollen in dem Film, die dann aber wiederum ihm nicht zugesagt hat, die aber sogar fast nach ihm benannt wurde und ihm so ein bisschen fast auf den Leib geschrieben wurde von Argento. Sehr spannend auf jeden Fall. Es wird sehr viele Interviews auch hier, zum Beispiel auch die Femme Fatale ist 17 Minuten lang, ist eigentlich nur eine klitzekleine Nebenrolle in dem Film, aber erzählt halt auch nochmal so ein bisschen aus ihrem filmischen Leben. Und ja, also wer Bock auf so Interviewgeschichten hat, wir haben auch noch Musikvideos drauf in SD-Qualität, aber nur so. Und ihr seht sie schon im Deckel hängen. Der Vollständigkeit halber habe ich hier nochmal die Folie mit reingenommen. Ihr seht, es ist quasi das Hintergrundbild hier unten einfach nur nochmal als Folie. Das heißt, wir haben ja auch keine Aufkleber auf dem Karton, keine Klebepunkte, nix. Also alles nur auf der Folie drauf. FSK 16, das klingt natürlich jetzt weniger brutal, als der Film eigentlich ist. Aber hier ganz wichtig, restaurierte Fassung in 4K, Ultra HD, unglaubliche Kontraste und mehr Farben mit Dolby Vision. Also, aber dazu später mehr in der Bild- und Tonbewertung. So. Als allererstes haben wir hier ein Booklet und ich würde sagen, das gehen wir auch mal ganz kurz durch. Im Vergleich dazu haben hier das Booklet hier wurde von Leonhard Elias Lemke geschrieben, während das von Koch Media in diesem kleinen Mediabook hier von dem guten Oliver Nöding geschrieben wurde. Styletechnisch ist das relativ spartanisch hier gehalten worden, also relativ wenige Schwarz-Weiß-Fotos und wirklich ein einfacher Font und ihr sehen könnt einfache Seiten. Ähnlich sieht das hier auch aus. Also wir haben hier auch ein schwarz-weiß Booklet, möchte ich es mal nennen. Aber es ist alles ein bisschen moderner, ein bisschen moderneren Font. Und ich würde sagen, wir gehen einmal ganz grob durch, was euch hier in jedem Kapitel erwartet. Also am Anfang natürlich mit Opera schließt sich der erste Vorhang. Geht allgemein um den Film selber. Dann freier Fall in den Operagraben, also den Operngraben, ist so ein bisschen die Interpretation des Films an sich. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Als erstes geht es hier um Argento. So, der erste Teil geht um Argento. Der zweite Teil geht hier dann quasi um Opera selber und in dem Zusammenhang bzw. in Verbindung mit anderen Giallo und allgemein so ein bisschen über den Film selber. Dann Macbeth in Opera. Wie ja schon eingangs erwähnt, wird ja hier das Opernstück Macbeth aufgeführt und da wird dann auch quasi inhaltlich nochmal drauf eingegangen, wie das in dem Film umgesetzt wurde. Dann, sehr witzig, wusste ich auch nicht, Argentos Macbeth. Ja, es ist ja eigentlich hier schon Argentos Macbeth. Er hat das tatsächlich nochmal wirklich als Bühnenregisseur auf die große Bühne gebracht und hat quasi selber an sich so ein bisschen zitiert in einigen Szenen. Also sehr spannend, das auch nochmal zu lesen, wie er da quasi das auch nochmal auf die Bühne gebracht hat. Aber wie ihr sehen könnt hier, designtechnisch ist es wirklich relativ spartanisch gehalten, also lässt sich schön lesen, inhaltlich auch sehr geil, kann ich jetzt schon mal so vorneweg sagen, aber ja, designtechnisch ist also
style-technisch möchte ich mal sagen, Design ist super. Ja? Also aufgeräumt, gut leserlich, aber Style ist halt nicht abgefahren oder sonst irgendwie. Das ist relativ ruhig gehalten, sagen wir so. Aber schön, das macht es halt besser zum Lesen. Ne? Ja, Argentos Fluch, er geht hier so ein bisschen in den Film später so ein bisschen darauf an, dass ja quasi eigentlich das Macbeth-Stück verflucht ist, aber dabei soll es ja eigentlich Verdis la Forza del Destino sein, dass ja auf dem ein Fluch liegt. Und damit wird das so ein bisschen interpretiert und ja, da so ein bisschen ja, inhaltlich auf den Film ein bisschen was draufgezogen. Im Zeichen des Raben, auch sehr schön, geht so ein bisschen um die Rabenszenen in dem Film, wie, was er da zu bedeuten hat, Interpretation und so weiter, sehr interessant. Witzig, hier mittendrin einfach so eine Unterbrechung, die einfach mal so auf die Symbolik des Rabens an sich eingeht. Cajun Mythologie-Hintergrund und so weiter, also das ist schon witzig, einfach so eine Unterbrechung drin. Geht auf die nächsten Seiten dann weiter mit dem Raben. Dann Cinema pur oder wen interessiert schon die Handlung? Greift jetzt so ein bisschen vor für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir haben ja sehr viele Spoiler in diesem Text und geht hier quasi eigentlich nochmal so ein bisschen auf diesen. Ja, ich muss jetzt leider auch spoilern, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, haltet euch die Ohren zu. Die Story ist ja so relativ klein und relativ spartanisch gehalten, aber hier wird quasi dann nochmal hervorgehoben, was denn quasi, warum das dann trotzdem immer noch gut ist. Also ne, warum, beziehungsweise was diesen Film dann trotzdem ausmacht, obwohl die Handlung relativ spartanisch gehalten ist. Dann das gefesselte Publikum, auch nochmal ein sehr interessanter Interpretationsansatz, der quasi so ein bisschen auf diese Augenszene hier eingeht, die ja quasi, die jetzt muss ich auch wieder spoilern, Akteurin da zwingt zuzuschauen bei Mordfällen und ja, dementsprechend ist dann hier quasi so ein bisschen wie der Regisseur oder der Filmemacher möchte, dass quasi eher so genau so auch die Zuschauer den Film halt auch schauen, dass man wirklich jede Nuance mitnimmt und das ist auch so ein Ding, was ich euch wirklich ans Herz lege, wenn ihr einen Film schaut, dann macht es so, lasst das Handy links liegen und guckt euch wirklich den Film an, lasst das nicht so zu so einem Nebending werden, also das ist irgendwie, ja, ne? Filme sind Kunst und sollten dementsprechend auch so behandelt werden und dementsprechend auch voller Aufmerksamkeit genossen werden. Dann haben wir noch die improvisierte Lady Macbeth. Geht halt quasi so darum, dass die Hauptdarsteller, also dass Argento eigentlich eine echte Opernsängerin beschäftigen wollte für diesen Film, aber dann quasi sozusagen dann dazu übergegangen ist, eine andere Person zu nehmen. Relativ kurz gehalten, seht ihr hier selber. Gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Und im letzten Abschnitt, im 10. Kapitel, geht es quasi nochmal so um Phänomena. Den anderen Film von Argento in Verbindung mit Opera, beziehungsweise die beiden in Verbindung gesetzt. Am Ende nochmal ein schönes Literaturverzeichnis, also damit ihr auch seht, dass wenn man sich das nicht ausgedacht hat, und nochmal ein paar Hintergrundinfos zu dem guten Herrn Lemke. Ja, sehr schön geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Auf der Rückseite sehen wir nochmal so ein bisschen ein paar Titel dazu, was ich sehr spannend finde, also ne, wer hier quasi wieder auf der VHS hieß, wieder im Fernsehen, lief auch ARD im Zeichen des Raben, wie der italienische Titel und der englische Titel ist. Ja, wie ihr sehen könnt, Argento hat auch nicht nur Regie geführt und Produktion gemacht, nein, er hat auch das Drehbuch geschrieben, was man ja natürlich dann bedenkt bei so einer flachen Story, dass der Mann Once Upon a Time in the West geschrieben hat oder mitgeschrieben hat. Ja, ist schon irre. Ansonsten, noch super lustige Fakten daran, drumherum, die Darsteller und so weiter und auch noch die Sprecher. Also das ist schon sehr cool, nochmal so einen kleinen Sheet hier als Übersicht. Als nächstes, ein sehr cooles Extra. Klar, es ist ein Poster und natürlich ist es das eine Motiv, das ihr hier schon auf dem, auf dem Cover, auf dem Mediabook gesehen habt. Und ich muss sagen, in groß wirkt dieses Auge nochmal um einiges krasser. Dieses leichte Airbrushige und dieses fette Opera in der Mitte, das macht schon ordentlich was her.
Ist wie gesagt wie so ein kleines Poster, wie immer bei Play & Pictures. Irgendwann, wenn ich mal Bock habe, dann werde ich mir komplett alle diese Poster mal an die Wand hängen. Aber wenn es auch so kommen mag, wer weiß. Ja, dann haben wir noch ein paar Art Cards. Und die sind alle so ein bisschen in diesem, so ein bisschen in diesem Digital Art Style, möchte ich es fast mal nennen. Ich glaube, so wird der genannt, gehalten. In Hochglanz, auf der Rückseite natürlich matt. Und immer so mit dem Titel Dario Argento Opera, so leicht abgeschnitten unten in der Ecke. Schon witzig, dass man hier quasi so ein bisschen noch selber so, auch nochmal so einen künstlerischen Weg gegangen ist. Also nicht einfach nur Szenen aus dem Film abgedruckt hat, sondern diese auch ja, nochmal so ein bisschen bearbeitet hat. Ja, das soll es dazu schon mal gewesen sein. Und dann sind wir schon fast in der Tischansicht am Ende. Wir haben jetzt noch das Digipack, aber da gibt es auch nochmal einige interessante Sachen zu sagen. Erstmal vielleicht einfach mal den ausgeklappten Stil. Ist nicht so viel zu sehen, Dario Argento Opera und dann halt das Typische, wie man das halt so kennt, mit dem Spine. Dann aber sehr schön wieder das Auge sehr groß drauf, gefällt mir wieder sehr gut. Auch wenn man vielleicht irgendwann auch mal ein anderes Motiv hätte nehmen können, aber das ist halt einfach so das, ja, das stilprägende Ding. Dann haben die, wie ihr sehen könnt, hier 5 Discs drin und da gehen wir mal ganz kurz drauf ein, weil, wir würden natürlich auch gerne wissen, was denn das hier so ist. Ja. Übrigens auch dahingehend auch eine wunderbare Verbesserung. Wenn ihr euch mal anschaut, wir haben hier, wie dick diese 2-Disc-Trays heute ist und wie fett das damals gewesen ist. Das ist ja auch nur für 2 Disc. Also Platzoptimierung ist auf jeden Fall schon mal besser. Ist ein bisschen frickeliger, muss ich sagen. Obwohl, na jetzt geht's eigentlich. War nur das erste Mal, wollen wir auch erstmal rausnehmen. Okay, ich nehme meine Kritik zurück. Hintergrund auch hier unten seht ihr wieder, ist quasi das Opernhausbild von der Startseite. Ja, von dem Frontcover. Die Disc auch im inneren Monk befriedigt, immer unterschiedlichen Design, außer hier quasi die zusätzlichen Bildfassungen. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das finde ich eigentlich mal ziemlich cool, wenn man da auch unterschiedliche Cover-Varianten auf den oder unterschiedliche Cover-Varianten oder unterschiedliche unterschiedliche Motive auf den Discs hat. An sich, das rote Design ist so ein bisschen, ja, Geschmackssache kann man sagen. Ich mag dann doch lieber das gedruckte rote Auge hier, als diesen krassen roten Streifen. Aber ja, ist ein bisschen schwer auch zu lesen. Wir haben hier aber 2 Versionen von dem Film. Einmal die italienische Originalfassung, die dann etwas länger ist, als 4K. UHD und die internationale Exportfassung, die halt hier bei uns auch gelaufen ist und die dann etwas kürzer ist. Ja, dann haben wir hier noch die Vollbildfassung und das ist jetzt quasi so kleiner Hintergrund, warum gibt es die überhaupt? Ja, die Vollbildfassung haben sie damals gemacht, um den Film, dadurch, dass er in Deutschland hier nicht in die Kinos durfte, weil zu böse, hat man den halt dann auf Vollbild runtergeschnitten oder umgeschnitten und auf VHS rausgeballert. Also für das Retro-Feeling könnt ihr euch das hier nochmal als Vollbild ansehen. Dann haben wir hier einmal noch die Breitbildfassung auf Blu-ray, also quasi der ist quasi ähnlich wie bei dem Mediabook. Da waren nämlich auch beide Fassungen auf einer Scheibe drauf. Und das gleiche habt ihr jetzt hier quasi auch als Blu-ray. Also falls ihr noch kein 4K-Player habt, diese Edition natürlich noch nicht euch entgehen lassen wollt und trotzdem aber beide Fassungen sehen wollt, habt ihr da die Möglichkeit. Ja, das Bonusmaterial habt ihr auch auf einer extra Disc und darauf bin ich ja schon etwas genauer eingegangen. Ja, ich würde sagen, um die Spannung noch ein wenig hochzuhalten, fangen wir mal als allererstes mit dem Ton an. Der ist wie zur vorherigen Blu-ray-Veröffentlichung immer noch eine 2.0 DTS HD Mono-Tonspur. Also da ist wirklich mit Raumklang nicht viel zu machen. Die Bühne ist trotzdem relativ groß für eine Mono-Tonspur, muss ich sagen. Das Bild, der Ton ist wirklich schon sehr gehoben und bei einem guten Stereo-Setup kommt er auch direkt aus der Mitte. Er hat trotzdem so ein bisschen Probleme, was die Dynamik anbelangt. Gerade der Film lebt ja quasi so von 3 unterschiedlichen Arten von
Musikrichtung. Einmal haben wir dieses klassische Opern, den klassischen Operngesang, die klassische Opernmusik, dann die Synthwave-Musikstücke und an bestimmten Szenen, ich spoilere jetzt mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, an den Mordszenen kommt immer so ein wenig, ja, so eine Art Heavy Metal. Und da merkt man so richtig, dass dann so ein bisschen die Dynamik fehlt im Sound. Der ist dann, ja, quasi, da muss eigentlich richtig so den Punch geben sollte, wenn so die so Rockmusik muss ja immer so ein bisschen in den Mitten boxen. Das fehlt da so ein bisschen an den Stellen. Ansonsten ist der Sound aber nicht negativ aufgefallen. Wir haben wirklich einen klaren Sound, nur halt fehlt halt dann durch den Monoton natürlich die Räumlichkeit. So, jetzt aber das Spannende, wir haben ja wie gesagt hier ein 4K-Update und ich war erst so ein wenig enttäuscht, möchte ich fast sagen, als ich die ersten Szenen gesehen hatte von dem Film, und das Bild ist während des Films aber merklich besser geworden. Also nur die ersten Szenen waren so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, unscharf, das waren sie nicht. Sie waren schon relativ verrauscht und auch gerade in dunklen Szenen so ein bisschen an Detail verloren. Aber ich habe natürlich, also den... Da, ne, da haben wir es. Die Blu-ray mir natürlich noch von damals angeschaut, die noch nicht korrigierte Version sozusagen. Es war ja natürlich nicht nur, es ist nicht einfach nur, dass dieses 4K-Update ein Schärfe-Update ist zu der Blu-ray. Nein, das 4K-Update ist auch noch dadurch, dass wir hier ja noch HDR drin haben und auch Dolby Vision, ein ja erweiterter Farbraum, und wir haben wirklich eine unfassbare größere Palette an Farben als dieses Bild. Am Anfang ist das, wir haben natürlich trotzdem so ein bisschen so einen leichten, ja, am Anfang war so ein leichter 80er-Jahre-Schleier, möchte ich mal sagen. Der Film ist aus dem Jahr 1987. Kleine Randinformation. Und als ich dann aber im Vergleich dazu die Original Blu-ray gesehen habe, da dachte ich mir, huch, da hat sich doch schon einiges getan. Also der Schleier auf der Blu-ray-Veröffentlichung war doch durchaus größer. Wir hatten da sehr viel mehr diesen Sepia-Look. Ich weiß nicht, ob ich das genau richtig beschreibe, aber dieses 80er-Jahre, diesen 80er-Jahre angestaubten Look, möchte ich mal nennen. Auch am Anfang des Films gibt es ja so eine Szene mit einer Nahaufnahme von einem Raben. Die war halt, wie gesagt, ein wenig verrauschter hier auf der 4K-Scheibe, aber auf der Blu-ray waren die Federn eher so leicht bräunlich, bräunlich, schwarz, gräulich, so diese Richtung. Und hier haben wir wirklich ein sattes Schwarz gehabt und die Details, die Schärfe war um einiges besser. Also dahingehend so grob das 4K-Bild, auch im HDR-Bereich, ist wirklich ein gelungenes Update und für Fans dieses Films durchaus ein Update wert. Ja, ansonsten noch zu sagen, dass HDR ist auch sehr schön gelungen in einigen Szenen. Die war auch noch zum Beispiel in diesem, gerade so eine Anfangsszene, wo die Hauptdarstellerin da auf dem Bett liegt. Sie hat da so eine kleine Lampe an. Das leuchtet in der 4K-Version wirklich wunderbar. Also die Lampe im Dunkeln, die wird knallhart, strahlt die aus. Und ich habe ja, wie gesagt, nicht die Dolby Vision-Version geschaut, sondern die normale 4K-Version auf dem Projektor. Da ist ja sowieso noch mal so ein bisschen das HDR, da noch so ein bisschen anders wirkt als vielleicht auf einem TV-Gerät. Ich habe leider kein richtiges Testequipment für diesen Dolby Vision-Test. Mein Dolby Vision auf meinem Fernseher wirkt meistens nicht so gut. Dementsprechend habe ich dann natürlich auf den Projektor geschaut. Aber da hat mir das 4K auch richtig gut gefallen. Also dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das Dolby Vision da auch nochmal, vielleicht keine Schippe drauflegt, aber auch nochmal ein gutes Ergebnis liefert. Alles in allem, ja, Bild- und Tonqualität. Ton, wie gesagt, der wäre vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gewesen, aber jetzt bis auf diese Metal-Szenen nicht wirklich groß was negativ aufgefallen ist. Ist halt ein, Giallo aus den 80ern. Ansonsten Bild, wie gesagt, überzeugt das Update und kann ich dann durchaus die 4K-Version empfehlen. Ja,
An sich lohnt es sich, das Update quasi, jetzt quasi die Bewertung, die Versionsbewertung hier zu diesem Mediabook. Ich würde sagen, definitiv ja. Ihr habt nicht nur die bessere Bildqualität, sondern ihr habt gesehen, ihr habt ja auch noch ordentlich mehr an Extras digital, also auf der Disc drauf. Da sind wirklich noch einige Sachen hinzugekommen zur VHS, sage ich schon, zum Mediabook. Dann habt ihr ja noch diese ganzen schönen kleinen Extras dazu, die Karten, das Poster und dann wirklich auch noch, dass ihr dann auch beide Versionen des Films in 4K habt und noch immer auf Blu-ray und noch sogar mal die für die VHS-Enthusiasten, wenn ihr diese ja, Version auf nochmal auf einem Röhrenfernseher schauen wollt, könnt ihr euch die Blu-ray da in der Vollfassung einlegen und das schöne HD-Bild auf dem Röhrenfernseher so ein bisschen das VHS-Feeling genießen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? So kleine Transferleistung. Ne? Ja, okay. Alles klar. Ansonsten, Box kann ich dann durchaus empfehlen. Wie gesagt, das hat, ist meine freie Meinung und ich finde, die habe ich auch eigentlich ordentlich begründet. Dementsprechend, trotzdem danke an Play on Pictures, dass sie mir das hier vorher dem Release zur Verfügung gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich und ehrt mich. Und ansonsten, was ist zu sagen zu dem Film vielleicht noch? So ganz final noch die letzten abschließenden Worte zu dem Film Dario Argento Opera. Ich muss sagen, der Film ist so komplett zweigespalten. Habt ihr ja auch in der Tischansicht schon gesehen, dass in dem Text sogar auch nochmal aufgegriffen wird. Storymäßig passt die Story quasi auf den Bierdeckel, wie man so schön im Jargon sagt. Aber inhaltlich oder cineastisch gesehen ist es für mich durchaus ein Meisterwerk. Wir haben wirklich klasse Kamerafahrten. Die Stimmung, der Film fängt an und geht sofort in die Vollen. Es gibt nicht großartig Charakterbindung untereinander. Die Charaktere werden nicht groß ausgefüllt. Es gibt eine grobe Hintergrundgeschichte. Aber die Handlung zieht einen mit rein in den Film und nimmt einen komplett an die Hand und nimmt einen dann auch mit. Und zusätzlich finde ich, bin ich ja immer ein Fan von handgemachten Effekten. Das finde ich immer klasse. Und ich muss sagen, die sind wirklich... Also bei manchen Filmen, wie zum Beispiel Das Haus an der Friedhofsmauer, da hat man das schon teilweise gesehen, dass es so handgemachte Effekte waren. Aber hier in dem Fall, die waren schon wirklich drastisch und haben einen wirklich so krass mitgenommen, fand ich. Also das war schon, also von den Splatter-Effekten her, da konnte ich durchaus mal verstehen, dass sie den Film damals indiziert haben und geschnitten haben und so weiter. Wie gesagt, heute ist er ab 16, so ändern sich die Zeiten, aber finale würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieser Film ist ein Meisterwerk und wenn ihr dieses Meisterwerk in der besten Version haben wollt, das finde ich auch nochmal erwähnenswert, dass wir hier wirklich eine der besten Versionen auf dem Markt haben, was auch so den Umfang anbelangt und ich finde, da macht Play on Pictures immer so ein Full Service, weil man irgendwie auch wir gerade bei der He-Man-Box, ihr Freunde, ihr erinnert euch noch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, blende ich euch das hier oben ein. Die He-Man-Box ist ja auch so ein Ding, wo man gemerkt hat, dass wirklich versucht wurde, alles Mögliche, was in der Macht steht, sozusagen in diese Box mit reinzubringen. Und auch genau das Gefühl hatte ich hier bei dieser Box auch. Also dahingehend, Empfehlung geht raus. Links und unten drunter ist ein Play-On-Shop-Exclusive, also dort kriegt ihr es nur dort. Könnt ihr ja dann gleich quasi zusammen bestellen. Wird ja auch oft gemacht, wurde mir gesagt, mit Fliegen auf den Samt. Da gibt es, glaube ich, eine gute Schnittmenge. Also schlag zu, solange der Drops noch heiß ist. Und Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein bisschen Feedback da. Das freut mich immer. Und bis zum nächsten Mal. Cheers.